Hallo meine Lieben, heute habe ich mich dazu entschieden, mal ein Unboxing-Video zu machen oder ein Shopping-Haul-Video, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und zwar wird das ein Unboxing-Video für eine Teebestellung. Dieses Video mache ich auf Deutsch, da die Teesorte, von der ich bestellt habe, aus Deutschland kommt und ich nicht denke, dass es sich lohnt, da international ein Video für zu machen. Und zwar habe ich vor kurzem bei der Marke Goldmännchen bestellt. Was ich vorher noch sagen wollte, ist allerdings, dass ich in keiner Verbindung mit dieser Marke stehe. Also ich repräsentiere Goldmännchen nicht, ich wurde nicht gesponsert oder irgendetwas in diese Richtung. Das ist keine Werbung, keine Repräsentation von keine Ahnung was. Das ist einfach, dass ich als Privatperson euch zeigen möchte, was ich bestellt habe. Die Marke habe ich das erste Mal kennengelernt, weil ich sehr viel Zeit in Krankenhäusern verbringe, Krankenhäusern im Plural. Und bis jetzt in fast jedem Krankenhaus, in dem ich war, gab es Tee von Goldmännchen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt speziell an solche Einrichtungen liefern oder ob das einfach eine Marke ist, die gut beliefert und halt für die Qualität bekannt ist. Aber ich habe dort halt die Erfahrung gemacht, dass der Tee lecker ist. Der Hauptgrund, warum ich bestelle, ist aber ein anderer. Und zwar, meine Mutter hat mich ja im Krankenhaus begleitet und dann auch dort im Krankenhaus Tee getrunken. Und die fand den Tee Schwarze Kirsche von Goldmännchen einfach super und hat dann nachher überall im Laden danach gesucht und den nirgendwo gefunden. Also im Laden habe ich die Marke auch noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben danach mal online geschaut, ob man das denn irgendwo bestellen kann und haben natürlich auch die Website gefunden. Und seitdem nimmt meine Mutter sich vor, oh, bald muss ich da endlich mal bestellen, weil die hat diesen Tee so geliebt und kommt da jetzt einfach nicht mehr dran. Und ja, der Geburtstag meiner Mutter ist ziemlich bald und ich habe gedacht, bestellen wir ihr doch mal ihren Lieblingstee. Da ich jetzt aber selbst auch ein großer Teeliebhaber bin und ja wirklich sehr viel Tee trinke, habe ich gedacht, bestelle ich mir doch direkt mal einiges mit. Ein paar meiner Standardtees und ein paar, die ich einfach mal ausprobieren wollte, weil es die halt da gab. So, viel Gerede drumherum, wieso die Bestellung stattgefunden hat. Und jetzt möchte ich endlich mal anfangen auszupacken. Das hier habe ich jetzt überklebt, einfach damit ihr nicht meine Adresse seht und so. Ich habe tatsächlich gewartet, dieses Paket auszupacken, damit ich ein Video davon machen kann. Das ist eigentlich schon vor ein paar Tagen angekommen und ich freue mich total, das jetzt endlich auspacken zu dürfen. Wir fangen jetzt erstmal an, das Paketchen aufzuschneiden. Das Paket selbst ist mit einer Schere einfach zu öffnen. Du musst also einfach nur hier an beiden Seiten das aufschneiden und hier in der Mitte einmal durchschneiden. Und hier haben wir jetzt Papier. Aber neben Papier einmal einen Zettel, den ich euch nicht zeige, haben wir einmal ganz viel Tee. Okay, fünf Sorten. Was wir hier neben dem eigentlichen Tee haben, ist einmal einfach Verpackungsmaterial, damit da nichts passiert. Ich habe schon gelesen, das ist einfach nur Altpapier, man soll das so nicht öffnen und so. Und sie haben anscheinend noch ein paar lose Teepäckchen dabei gelegt. Das sind dann wahrscheinlich wie so Testerpaketchen, finde ich super, dass sie einem so eine kleine Auswahl geben, was man vielleicht auch mal ausprobieren könnte. Ich bin ja überhaupt nicht leicht zu beeinflussen, so einen Tee zu kaufen. Ich glaube, ich drehe dafür einmal die Kamera um, damit ihr das besser sehen könnt. Ja, die Innenkamera fokussiert halt so schlecht. So, das wären also einmal ein Salbei-Honigtee, ein Eistee Orange-Ananas, ein Tee-Shot und ich muss ehrlich sagen, ich habe überlegt, diesen Tee zu bestellen, deswegen freue ich mich darüber. Ein Neun-Kräuter-Tee, was super ist, weil Kräutertee eh einer meiner Favoriten ist. Und ein Kindertee, der Jupp-Jupp heißt, was ich jetzt ein bisschen lustig finde, was allerdings jetzt keine Information darüber gibt, was tatsächlich drin ist.
Ich habe sogar gerade gemerkt, dass dieser Tee, der da so als extra beigelegt wurde, tatsächlich einer ist, den ich mir bestellt habe. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mich nicht genau daran erinnere, was ich bestellt habe. Deswegen ist das jetzt für mich genauso eine Überraschung wie für euch. Als erstes haben wir natürlich den Schwarzkirschtee, der wie gesagt für meine Mutter ist. Und ich werde den jetzt gleich bei mir lagern, hoffen, dass sie den nicht sieht, wenn sie bei mir zu Besuch ist. Ich weiß, dass sie nicht so auf YouTube unterwegs ist oder meine Kanäle kennt, deswegen kann ich das hier sicher posten. Und ich hoffe jetzt natürlich sehr, dass sie sich darüber freut. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass ich den jetzt für sie habe. Als nächstes habe ich mir diesen Salbei-Honigtee bestellt. Das klingt jetzt vielleicht für viele Leute nach Erkältungstee, aber ich bin ja tatsächlich so eine Person, die Erkältungstees gerne mag. Ich bin auch die Art von Person, die sich Durchfalltees kauft, einfach weil ich den Geschmack mag. Und bei einem Tee wie diesen finde ich es einfach sehr praktisch, dass man quasi diesen Honiggeschmack schon im Tee hat, ohne dass man jetzt wirklich Honig dazu tun muss. Und Salbei finde ich allgemein so ein unterbewerteter Geschmack, weil die meisten verbinden das halt mit Erkältungsbonbons, aber das schmeckt einfach super. Ich weiß nicht, was Leute da haben. Und wenn es der Stimme gut tut, ist das doch nur ein großer Pluspunkt. Zwischendurch muss ich natürlich selbst noch Tee trinken. Ich habe kein Problem oder so. Als nächstes habe ich mir diesen Bachblütentee bestellt. Ich selbst habe oft Probleme mit Schlafen und so weiter, deswegen habe ich viele gute Nacht- und Beruhigungstees ausprobiert, die mir meistens leider nicht sehr viel helfen, weil Insomnia, da macht Tee halt nicht viel aus. Aber die meisten Beruhigungstees haben trotzdem eine beruhigende Wirkung und ich finde auch die Geschmäcker von Beruhigungstees einfach immer sehr angenehm. Das ist meistens ein sehr seichter Tee, der jetzt nicht, also der schon was von Kräutertee hat, aber der halt auch in eine mildere Richtung meistens geht. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie dieser Tee sein wird. Außerdem schaut euch mal den süßen Mond auf der Verpackung an. Als nächstes habe ich einfach meinen Standardtee bestellt, weil ich weiß, klingt komisch für die meisten Leute, aber Fenchel-Anis-Kümmeltee ist einer meiner Lieblingstees. Die meisten Leute verbinden damit ja wahrscheinlich auch wieder krank sein und so, aber was ich damit verbinde, ist, dass ich früher krank war, diesen Tee getrunken habe und dass es mir dann besser ging. Und ich habe immer dieses Gefühl, dieser Tee macht, dass es mir besser geht. Davon abgesehen, dass ich den Geschmack einfach richtig gerne mag. Also, ich weiß nicht, was Leute gegen Fencheltee haben. Fencheltee ist wirklich einer meiner Lieblingstees. Das war's jetzt auch schon fast wieder. Der nächste Tee, den ich mir bestellt habe, ist Kräuterparty. Harmonie. Teegeflüster Kräuterparty Harmonie. Das ist so, wenn man den ganzen Teenamen sagt, das hört sich so an, wie wenn deine Mutter wütend auf dich ist und einfach deinen ganzen Namen ruft, um dich die Treppe runterzurufen. Diesen Tee habe ich mir einfach noch dazu bestellt, weil, wie gesagt, mag ich Kräutertee sehr gerne. Und ich fand hier einfach, weil, ich meine, die haben jede Menge Kräutertees als Auswahl gehabt. Wenn ihr Kräutertee mögt, würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, auf deren Website zu gehen und durchzuschauen, was da so für euch dabei ist. Aber dieser Tee war mir halt zusätzlich noch sympathisch, weil er Kräuterparty heißt. Und ich selbst bin halt ein großer Fan von Teepartys, ob ich die jetzt mit Freunden abhalte oder halt im Moment wegen der Quarantäne eher so im Internet, halt, dass jeder eine Kamera und ein Webcam hat und dabei den eigenen Tee trinkt, wofür ich den garantiert benutzen werde. Oder ja, oder ob man halt zusammen in ein Café geht und da Tee trinkt. Jedenfalls, ich bin immer ein großer Fan von Teepartys. Und in der Beschreibung für diesen Tee stand so quasi mit drin, dass der sich super für Teepartys eignet. Und das war für mich ein totaler Verkaufspunkt. Jetzt hat man natürlich hier auch eine total schöne Tasse mit auf dem Bild. Und ja, oh, der riecht schon so gut. Ich freue mich total darauf, den auszuprobieren. Deswegen war das für mich einfach ein Muss, den mitzubestellen. So, jetzt viel Gelaber für nicht viel eigentlich. Aber ja, das sind die Tees, die ich mir bestellt habe.
Diesen Tee werde ich, wie gesagt, jetzt erstmal lagern, damit meine Mutter ihn hoffentlich nicht sieht. Und bei diesen Tees, die werde ich jetzt gleich einsortieren und freue mich dann darauf, sie zu benutzen. Ich habe die Tees jetzt direkt mal eingeräumt. Einer steht hier oben und drei stehen hier, weil mehr einfach hier nicht reinpassen. Die sind ganz praktisch, weil man kann die hochkant hinstellen und hier unten gibt es dann wie so eine kleine Klappe, die man aufklappen kann und dann nur unten den ersten Teebeutel rausnehmen kann. Die sind zu hochkant ein bisschen platzsparender, sieht total schön aus, so alle nebeneinander, finde ich. Also genießt einfach mal dieses Bild. Und den, der da nicht reinpasst, habe ich dann einfach da oben mit draufgestellt, weil das ist so ziemlich mein anderer Lieblingstee, einfach schwarzer. Und nur mal so als kleine Anmerkung. Ich glaube, vor kurzem habe ich noch gepostet, von wegen, wie mein Teeregal gerade aussieht und so. Und ein paar Leute werden sich erinnern, dass hier noch andere Sachen standen, dass das alles ein bisschen anders stand und sich jetzt fragen, wieso ist da plötzlich Platz? Ja, der Platz ist halt da, weil ich auch Tee trinke und der ziemlich schnell weg ist, wodurch ich jetzt direkt Platz für die ganzen anderen hatte, sogar dieses ganze Regal. Passt doch super. Ich habe schon alles weggepackt und hätte das fast übersehen, aber auf den Rückseiten dieser Packungen sind sogar noch Rezepte, was man mit diesem Tee noch anderes Schönes zubereiten kann. Wie super ist das denn bitte? So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich erinnere mich daran, dass ganz früher, wo ich mit dem YouTube-Kanal angefangen habe, so ziemlich eins meiner ersten Videos war halt ein Shopping-Haul-Video. Und ich weiß, dass früher zu diesem Video einige Kommentare kamen, nicht nur auf YouTube, auch auf anderen Kanälen, von wegen, dass Leute mehr davon sehen wollen. Einfach so aus Interesse, was ich mir so kaufe, aus welchen Gründen. Und ja. Deswegen habe ich jetzt gedacht, machen wir doch einfach nochmal so ein Video mit etwas, was ich wirklich gerne mag. Tee! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick da reinbekommen, was es für Teesorten von dieser Marke gibt. Also im Krankenhaus fand ich die immer ziemlich gut und würde die definitiv empfehlen. Diese Teesorten muss ich jetzt natürlich selber ausprobieren, wobei ich glaube, den Fencheltee habe ich auch im Krankenhaus schon getrunken. Und so im Übrigen, falls jetzt irgendjemand sagt, ich soll doch ein Tee-Test-Video dazu machen. Ich habe tatsächlich überlegt, das zu machen, bin allerdings zu dem Entschluss gekommen, wenn ich ein Tee-Test-Video machen würde, wäre das eigentlich nur irgendwie 20 Minuten, in denen ich immer und immer wieder sage, dieser Tee schmeckt gut. Ja, dieser Tee schmeckt auch gut. Also würde sich das eigentlich nicht wirklich lohnen. Ja, vielleicht gibt euch das ja einen kleinen Einblick darin, was die haben und einen kleinen Einblick in, was ich so mag, mein Lebensstil. Es gibt ja Leute, die sich dafür interessieren, also weiß nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen nach oben da oder was man heute so macht. Moderne Technik ist nicht so meins. Und würde mich jedenfalls über positives Feedback sehr freuen. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Bye!